Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession hinterm Horizont mit Jasmin, gesteuert von unserem Philipp. Hallo Philipp. Hallöchen. Ja, wir haben den 10.2., 10. Februar 2023. Wir setzen uns jetzt wieder 3 Stunden hin und nehmen für euch auf. So wird ein Schuh draus. Nehmen für euch auf, damit die nächsten Folgen natürlich im Sack sind. Ja, und die letzte Aufnahme, wie immer, ist schon wieder 14 Tage her. Aber ihr habt richtig, richtig fleißig Kommentare geschrieben. Also diesmal war richtig, richtig viel. Im ersten Step war erstmal das Erste, was wir tatsächlich machen müssen. Nein, das Erste, was wir machen müssen, ist, euch von dem letzten Update zu erzählen. Genau. Denn ich bin sehr, 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 sehr beeindruckt, dass unser Entwickler hier was eingefügt hat, was mich sehr erfreut hat. Und zwar sind hier unten jetzt Zahlen. Ich finde jetzt die Tasten schneller auf der Tastatur. Und kannst dementsprechend schneller deine Waffen, deine Werkzeuge wechseln. Genau. Also das freut mich natürlich sehr. Es wurde auch was gepatcht im Sinne von Verdunsten des Wassers und ein Bug wurde behoben. Ja. Glaube ich, gelesen zu haben. Genau. Ein Bug wurde behoben, dass der Boden hier genauso behandelt wurde, meines Erachtens nach, wie in der Wüste. Und auch das Verdunsten und überhaupt das mit dem Wasser wurde angepasst. Aber ich glaube, ich habe gelesen, dass es jetzt schneller verdunstet. Aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ja, ich möchte das im Auge behalten, weil wenn es jetzt nicht mehr als Wüstenboden behandelt wird, ist ein schnelleres Verdunsten bei dem richtigen Boden vielleicht ganz anders. Ja, das Ding an der Sache, ich befürchte, wir haben ja sonst immer schon sehr viel gegossen. Aber wir haben auch gesehen, dass wenn es geregnet hat, der Wasserstand im Boden nicht stieg. Genau. Oh, du hast noch Zeug in deiner Tasche. Ja, ich habe noch ein bisschen was vom letzten Mal in der Tasche. Das werden wir jetzt auspacken. Halt! Wieso? Das Gelbe ist keine Zitrone, das ist was anderes, ne? Untere Reihe. Das ist, glaube ich, eine Maracuja. Davon haben wir aber zu wenige. Mhm. Und Zitrone Maracuja haben wir tatsächlich keine. Also wir brauchen irgendwie noch, haben wir einen Zitronenbaum oder brauchen wir den noch? Ich glaube, wir brauchen. Aber wir schauen gerne mal nach. Wir müssen auch das Holz mal einlagern. Und wir müssen unsere Tiere. Ja, ja. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Free Lama. Ja. Du kommst noch. Kartoffeln sind da. Da Basilia. Ist Lydia. Sie ist noch zufrieden. Ja, schön. Da ist Felix. Er ist, auch noch zufrieden. Ja. Und hallo. Hallo Mickey, hallo Entchen. So. Mickey freut sich immer, wenn ich ihn begrüße. So, Free Lama. Free the Manu. Free the Manu. Auf Wunsch, ne? Ich lasse dir das Türchen offen. Ja, es wurde gesagt, Manu geht nur an die Sachen, was Fenchel betrifft. Das heißt, wenn wir Fenchel pflanzen, sollten wir den bitte einkerkern oder so, ne? Ja, so war das gesagt. Also Manu darf hier jetzt frei rumlaufen. Norbert dürfte ja dieses Mal auch so weit kommen, dass wir ihm dann tatsächlich auch seinen Namen geben können. Mhm. Er müsste jetzt diese Aufnahmesession erwachsen werden. Haha, naja. 29 Tage. Ja, Manu, aber nicht Norbert. Norbert war schneller, glaube ich. Ach so, Norbert war ja das Schwein. Ich bring das schon. Ja. Norbert müsste diese Aufnahmesession 5 Tage, siehst du? Nee, 16 Tage. 16 Tage, ja. Das wird noch nichts. Aber Kartoffeln kannst du ernten. Ja, wir ernten jetzt erstmal die Kartoffeln. Wir werden auch wieder anpflanzen, kochen. Und wenn wir in die Stadt gehen, werden wir verkaufen. Ja, weil wir jetzt tatsächlich viele unserer Quests, wir haben uns das mal angesehen, können wir nicht machen, weil wir bis zum Herbst warten müssen, um die Dinge zu finden. Beziehungsweise zu bekommen, wie auch immer. Also viele unserer Quests können wir jetzt noch gar nicht machen. Deswegen haben wir uns jetzt zum Ziel gesetzt, so viel wie möglich Geld zu verdienen.
Und während Jasmin hier fleißig erntet, werden wir mal so ein bisschen überlegen. Also wir brauchen Zitrone, wir brauchen Rezepte, wir brauchen Maracuja, wir brauchen Harz. Nee, was war das? Ja, Kiefernharz. Kiefernharz, ne? Um dort an zwei Quests weiterzukommen, brauchen wir Kiefernharz, damit wir die Brücke nach Süden fertig machen können. Damit können wir gleich zwei Quests in Angriff nehmen, wenn wir die Brücke fertig haben. Einmal sind es denn die 18 Echsen, würde ich sagen. Das soll auch unten irgendwo bei der Oase sein. Und der Orb. Der Orb, der Orb. Für Kian, ne? Ja. Also für viele Sachen fehlen uns immer meistens noch eine Ressource, die wir tatsächlich erst im Herbst bekommen. Das heißt, wir müssen bis Herbst durchhalten. In der Zeit würde ich sagen, Geld verdienen. Manu geht ihre eigenen Wege. Oh, oh. Guck mal hier, sind alle fertig hier. Hm. Alles einsammeln. Ja. Alles, was wir kriegen können, sammeln wir jetzt hier ein. Da wir nicht wissen, wie viel wir davon noch brauchen in den nächsten Jahreszeiten. Ja, ja, deswegen, also haben ist besser als brauchen. Das lernen wir jetzt gerade wieder, weil wir brauchen. Genau, auch hier die Blümchen nehmen wir jetzt mit lang. Wenn ich da an die Frühlingsblumensträuße denke und so. Ja, den rosa Rosenstrauß brauchen wir, dafür brauchen wir den Farn. Im Übrigen da nochmal einen kleinen Dank an Heiko. Ich habe es mir nicht merken können, ich weiß nicht, ob du es dir gemerkt hast. Heiko hat aufgeschrieben, wo wir die Fahne finden können. Ja, wo habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Wichtig war für mich, dass sie immer unter Bäume gepflanzt werden sollen. Genau. Wächst Licht. Ja, also Heiko steht ja jetzt schon kurz davor, vor dem Endboss. Ich weiß ja nicht, ob ihn mittlerweile schon erledigt hat, aber er steht ja schon kurz vor dem Endboss. Er hat ja auch versucht zu erfragen, ob der schwierig ist oder nicht. Das fand ich ganz witzig. Ja, das muss er selber, wir müssen es ja auch selber rauskriegen, ja. Irgendwie, ne? Wir müssen es ja irgendwie auch selber rauskriegen. So. Hallo, Manu. Sternfruchtbaum? Okay. Pflaume. Ja. Die erkennt man immer. Das ist schön. Rotbaum? Nee, Pythahaya. Ja, ja, okay. Das war dieser ganz große. Was haben wir hier? Orange haben wir. Mango brauchten wir, ne? Oder nee, ja, Maracuja brauchten wir. Maracuja und Mango, wir haben beides. Ja, aber kein Zitrone. Nee, Zitrone haben wir leider nicht. Guck mal hier. Nee. Mal ist nicht fertig. Idee. Okay. Das ja. Ist schon ganz, ganz gut hier. Hier haben wir schon schön stehen. Also dieser Farn wird wahrscheinlich auch nicht überleben, so wie wir das sehen. Unten ist schon tot, siehste. Ja. Ja, das ist natürlich Pech. War eine Investition, die sich nicht gelohnt hat, aber so. Erstacker, ja, Erstacker, ne? Wasser haben wir. Moment. Zack. Dann gucken wir mal rein. Wasser, 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 Wasser. Wir hatten ja beim letzten Mal, die schöne Axt geholt, mit der wir jetzt auch Steinholz schlagen können. Oh, Wasser ist voll. Alles voll. Ist alles voll. Ich glaube, wir hatten, glaube ich, zum Ende nochmal alles voll gemacht. Hier das ist ein bisschen Dünger, was fehlt. Ja, auch. Aber das ist nicht viel. Aber ansonsten, das heißt, wir hauen jetzt erstmal wieder Samen in den Boden. Ja. Damit das wächst. Aber dann haben wir auch schon frühen Nachmittag schon wieder. Ja. Also ich würde ja, schmeiß einfach rein, das ist ja alles vorhanden. Den Samen hätte ich, glaube ich, gar nicht. So. Machen wir gleich so. Das auch. Und dann würde ich sagen, dass wir mal eine schöne Quatschrunde dann in Waldheim machen. So, wir brauchen. Was hast du mit Felix gemacht? Ich habe gar nichts mit Felix gemacht. Wenn ich mit der Maus meistens drüber gehe, dann. Du hast ihn umgebracht, er liegt dort. Na klar. Das ist noch Gerüchte in die Welt. Gar nicht. Du hast Felix getötet. Kann ich wahr? Nein, nein. Hast du auch nicht. Würdest du nie tun. Genau. Aber ich muss ja noch mal was loswerden. Wir haben ja ein Schwein gekauft. Ja. Wir müssen mal gucken. Das ist bestimmt einsam. Also wenn ich jetzt Manu wäre, und du weißt ja, ich spiele viel mit ihr,
Dann sagt sie, das Schwein ist einsam und alleine. Tja, dann werden wir da noch jemanden mit zuholen müssen. Das Problem Nein, ist aber natürlich, nicht, diese zu ernähren. Nee, nee, wir müssen die ernähren können und das ist das Problem. Auch Zwiebeln. Hier noch Kartoffeln hin. So. Nee, da nicht. Warte mal, kann ich hier? Ja, kann ich. Okay, halt, komm mal her. Da ist noch eine, wollte gerade sagen, hallo. Zwei sogar. Wie gut, dass du die auch nicht gesehen hast. Umgesetzt? Ist sie jetzt da? Ja, ist da. Bin ja schon froh, dass du die auch nicht gesehen hast. So, wir lassen jetzt die Bodendecke, also dieses Gras und so weiter, lassen wir da drauf, da, weil das Wasser speichert. Richtig? Genau. Deswegen lassen wir das jetzt da drauf und hier wird alles ausgenutzt. Jeder Quadratzentimeter. So. Alle. Na, dann kommen hier noch ein paar Zwiebeln hin. Da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Nee, da nicht mehr. So. Eine Gegner, naja. Naja. So. Okay. Ja, guck mal, hier können wir auch noch eine pflanzen. So. Hurra. Voll, voll, voll. Ja. Sehr schön. Einwandfrei. Den Rest packen wir hier wieder rein. Ja. Was wir brauchen. So. Das kommt hierher, das kommt dahin. Wir müssen das Holz noch wegbringen. Ja. So, dann können wir für morgen schon mal ein bisschen kochen. Ja. Holz war, glaube ich, eine Kannst du mal bitte gucken, ob wir... Ach, deswegen. Oh, guck mal. Okay. Nimm ein Steinchen oder irgendwas daraus. Ich guck gerade. Ich nehme, glaube ich... Weil wir haben nebenan... Warte mal, was haben wir nebenan? Was können wir denn... Ja, müssen wir ein paar Steinchen rausnehmen. Also, du kannst doch das gelbe Runde, ne? Da an rechts. Was? Davon hast du das blaue Runde in der anderen Kiste. Nehmen wir das mit rüber und dann nehme ich diese Steinchen auch noch mit. Diesen Energiekristall und den Blutkristall, was war das? Ja, Blutstein. Blutstein, ja. Und Energiekristall, aber die haben wir. Smaragde haben wir tatsächlich keine, ne? Nee. Leider nein. Hauen wir das hier mit rein. Bleibt an der Stelle, ist okay. Nehmen wir an die Kiste. Guck mal, da haben wir den blauen da oben, siehst du? Genau. So. Und wenn wir das machen, landet er bestimmt daneben. Zack. Ja, daneben, gut. Ja. Was sind das Blaue, das Grüne und das Rote? Was sind das einfach? Da oben. Ganz oben. Blaue, Steine. Die Steine. Ach so. Die. Grüner Stein. Grünstein. Blauer Stein. Also das kein Smaragd. Hätte ja sein können, dass so ein Smaragd aussieht oder so. Morganit haben wir genügend. Das ist gut. Ja. Wir bräuchten nämlich 10. Ja. Für die Brücke, glaube ich. Ja. War das für die Brücke? Ich glaube für die Brücke. Ich weiß es jetzt gar nicht. Da haben wir gut. Ach, Hart haben wir auch noch. Das ist auch gut. Und was ich gelesen habe, mehr diese Feuerdinge auch benutzen. Habe ich gelesen in den Kommentaren. Jetzt haben wir ja wieder Achat. Können wir herstellen. Ja. Wenn man da nicht so viel hat, dann geht man tatsächlich vorsichtiger mit dem Ganzen um, ne? Ja, willst du trotzdem nochmal in die Stadt, oder? Oh, nee, ist schon sehr spät, würde ich sagen. Wir müssen auch noch unsere Hühner kontrollieren. Ja. Okay. Die haben Hunger. Okay. Siehst du, da haben wir jetzt schon das Problem. Da haben wir das Theater. Wie viel haben wir denn? Haben, ja? 7, glaube ich, 7, haben wir. Ne? 7. Ja, ich glaube. Guck mal, Manu sitzt bei Mickey. Oh, ist das süß. So, das heißt, wir brauchen. Von Ehre. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Packen wir gleich einmal hier unten rein. Oh, da sitzt Manu bei Mickey. Ist das süß. Auf, Tür zu. 1, 2, 3. 4, 5. Oh oh. 6. 7. Oh, ging noch. Siehst du, gut.
dachte, die sind zu nah beieinander, weil du immer schimpfst, weil die mir zu nah beieinander sind. Mhm. Deswegen bin ich ein bisschen weiter hier so nach rechts gegangen, damit ich auch wirklich dieses Huhn erwische hier. Mhm. So, das sieht schon mal ganz gut aus hier. Hier ist das eine Ei, das siehst du jetzt, was wir letztes Mal gesucht haben, weißt du noch? Mhm. Wir haben das wirklich gesucht. Hä? Aha, keine Nährstoffe mehr im Boden. Ja, aber da haben wir... haben wir das gepflanzt? Das haben wir gepflanzt, deswegen. Einige Sachen haben wir gepflanzt. Aha. Kann ja mal ein bisschen Dünger holen, mal den Boden versorgen, damit die Hühner auch wirklich zu futtern haben. Irgendwas stand da auch mit den... Ach, das war ja das war mit dem Wasserraufen. Wenn du da auch so eine Wasserdingsbums reinstellst, müssen die nicht Angst haben, dann müssen die nicht direkt am Wasser stehen. Mhm. Naja, ich habe jetzt echt überlegt, was ich wollte. Das habe ich gesehen. So, das Ei lassen wir gleich da. Ich habe richtig die Rauchschwaden über deinem Kopf gesehen. Ah. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Hauen wir mal rein. Ja. Da drunter die Reihe auch, ne? Guck. Wächst das vielleicht wieder ein bisschen effektiver für die Hühner? Guck mal hier oben. Da unten sind auch noch welche. Da, oh Gott, da wo die Hühner gerade sitzen. Guck mal hier beim Wasser. Ja, beim Wasser? Meinst du, dass es da sein muss? Die Reihe da drüber ist... Nützliches. Da haben wir es wieder. Ja, du solltest es auch rausnehmen. Das machst du jedes Mal, ne? Ja, irgendwie. Moment, das war wieder die Kerze. Ich vergesse das immer da drin. So. So. Hier kam noch was hin. Vielleicht erholt sich denn der Boden auch wieder. Da drüber. Die Reihe da drüber. Reihe da drüber. Top, top. Auch noch. So. Ja, sieht schon besser aus. Machen da jetzt einfach was rein und hoffen, dass dann der Boden auch wieder... Ach Mensch, Mädels. Woher weißt du, dass Mädels sind? Es sind Hühner, keine Hähne, habe ich schon mal gesagt. Es gibt keine Hähne in diesem Spiel, also. Das sind Mädels. Ach, du bist das nur gewohnt von zu Hause, deswegen sagst du sowas. Ein nach links und noch ein nach links. Ja, ich nehme auch noch einmal. Oh, guck mal hier am Rand. Das können wir auch mal. Da ist gar nichts. Das wäre jetzt interessant zu wissen, ob die Hühner auch das unterm Zaun nehmen. Nee, aber das kann ja, das verbreitet ja. Du weißt schon. Ja, ich weiß. Du hast mir beigebracht, dass sich das ausbreitet. So rum wird ein Schuh. So, habe ich jetzt? Ja, ich glaube, jetzt habe ich so weit. Nein, habe ich nicht. Ja. Hab ich schon wieder alles verbraucht? Meine Güte. Ja, die haben Hunger. Wieso, futtern die den Dünger oder was? Nein, aber wenn sie fressen, muss ja schnell was nachwachsen. Ach, wirklich? Ich sag nichts dazu. Nein, nein, nein. Ich schweige. Hm. Aber außen brauchst du nicht machen, ne? Ah, doch, bei den Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob sie das unterm Zaun auch futtern. Das weiß ich nicht. Das würde mich ja mal interessieren. Wir werden es erleben. Weil es wächst ja auch unterm Zaun eine Pflanze. Ja, ja. Haben wir das letzte Mal gesehen. Also könnten sie ja auch das unterm Zaun futtern. Ja, ja. So, was mich jetzt interessiert, ich nehme jetzt mal die Axt. Ich glaube, das war mit der Axt. Kann ich das Ding hier wegnehmen? Ja, theoretisch schon. Plopp. Du hast es aufgenommen. Sehr schön. Das willst du jetzt bei den Hühnern reinstellen? Genau. Das stelle ich jetzt bei den Hühnern rein. Manu kann ans Wasser gehen. So.
Ach nee, so war das nicht, ne? War wieder so, genau. Oh, da stehe ich im Weg. Sehr schön. So gefällt mir das. Wollen wir nachher nur noch ein Hühnerhaus oder sowas und dann passt das schon. Genau. Dann können wir bald mal ein bisschen erweitern hier und können dann auch den Zaun komplett ziehen. Sehr schön. Oha, jetzt haben wir hier erstmal einen Tag verbracht, Hof in Ordnung bringen. Ja, obwohl wir eigentlich letztes Mal richtig schön gearbeitet haben, ne? Mhm. Aber Fenchel haben wir tatsächlich nur 21 Stück. Ne? Den lassen wir drinnen. Ach so, den Dünger wegpacken. Den brauchen wir nicht. Packen wir den hier unten rein. Ich mach das mal lieber so. Genau. Falls du was findest. Genau. Für den Fall der Fälle. Genau. Es ist Schlafzeit. Manu, was machst du denn hier drinne? Manu, du hast... Ja, doch. Ja, ist egal. So, wir gehen schnarchen. Ey, ist schon 10 Uhr, ne? Wir haben nichts getan, ey. Tja, einmal den Hof auf Vordermann. Ja, ja. Alle Tiere verpflegt. Was? Ich glaube, Silvia und Felix sind heute noch dran, ne? Aber ich brauche, glaube ich, noch nicht gucken. Nee, erst vor 6. Vor 6 ist nicht... Ja, Zwiebeln! Ja. Norbert schläft auch noch. Guck mal. Nur Silvia, Felix und Manu sind in Action. Norbert schläft noch, die Hühner schlafen noch. Ja. Mann. Da. Wieder Zwiebeln geerntet. Mal gucken, waren hier unten noch welche. Hier war doch irgendwo noch eine, oder? Ne, die hatte ich weggenommen. War hier, glaube ich. Okay. Gleich nochmal wieder was pflanzen. Ja, würde ich sagen, ne? Das sieht auch noch gut aus, genau. So. Die wollen weg. Das weg. Guck mal, 10 Stück. Ja, was gepflanzt ist, ist gepflanzt. Genau. So, wenn wir mal gucken. Da. Reicht nicht ganz. Ist aber nicht so schlimm. Das ist nicht schlimm. Dann bringen wir wieder Samen mit, weil wir haben alles verbraucht. Sehr schön. So, haben wir jetzt noch was bei uns? Okay, ne? Ist eigentlich alles... Püffig. Sein soll, ja. Komm mal bitte her. Okay. Hätte ich auch gleich da unten lassen können. Mach ich das wieder raus. So. Freundchen, komm mal her hier. Felix. Okay. Jetzt noch Silvia finden. Da unten. Neben Zaun. Ach da. Sehr schön. Haben wir auch erledigt. Hühner haben. Sieht auch. Oh, guck mal, jetzt sitzen sie da oben. Mhm. Oh, ist das cool. So. Ja, die Eier, die spawnen ja hoffentlich nicht. Wie sieht's aus, Norbert? 4 Tage. Dann gibt's wieder Futter. Wie sieht's bei dir aus? Du holst dir. Manu, geht's gut. Ach, du sollst mir nicht. Nein! Nein! Hm. So. Ist sie ein bisschen anhänglich? Ja, kann genauso wenig hören wie andere Manus. Ja, das stimmt. Oha. Die Eier sind alle. Ja, dann werden wir noch schnell noch mal Eier holen. Wir haben ja noch 7 Stück. Theoretisch. So. Manu geht wieder ihrer Wege. 3, 4, 5, 6, 7. Jawohl. Dankeschön, Ladies.
Ach, jetzt auf einmal, ja? Ich pass mich an und es wird gemeckert. Ich glaube, ich spinne. Oh, jetzt ist der ganze Faden verdorben. Ja. Das sehr war schön. Nicht 41. nett von dir. Absolut nicht nett von dir. Ich pass mich an und du schimpfst. Oh, so, wir müssen mal gucken. Sind das die letzten 5 Essen, die wir haben? Oder haben wir noch... Ich glaube, wir hatten eine Essenskiste gemacht. Wir hatten eine Essenskiste gemacht, ja. Jede Menge Essen. Ja, aber nur noch andere Essen, ne? Gut, ich nehme mal hier einen weg. Er kommt damit zu. Ja, weil Monk und so, ne? Genau. Ja, ich sehe es ja wie du. So, ich glaube, wir können los. Ja, juhu, endlich wieder in die Stadt. Sehr schön. So, mag zwischendurch vielleicht mal hier und da mal was sammeln, wenn wir mal was finden. Du könntest ja über Wilfried, danke schön. Über Kian und Wilfried laufen. Dann laufen wir zwar ein bisschen länger. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir könnten laufen. Das ist deswegen. Okay. Und dann kannst du auch noch mal rechts und links schauen, was du da so findest. Das Blümchen ist noch nicht so weit, das Blümchen auch nicht. Tadam. Kian. Musik.